Lektion Nummer 32 in deiner Geistesforschung. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Also dies ist nochmals das kann nochmals eine große Türe öffnen in deiner Befreiungserklärung. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Wow! Wie interessant ist das denn? Uns wurde doch beigebracht, dass diese Welt existiert und wir darin zurechtkommen müssen mit all unseren Problemen, mit all unseren Sorgen. Und wie wir gestern gehört haben, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Und wenn ich das heute annehme, dass ich die Welt erfunden habe, die ich sehe, und es wird im Kurs immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein Traum ist, dass es eine Illusion ist, dass es Maya ist. Und all das habe ich erfunden. Und wenn du heute Nacht einen Traum hattest, alles, was darin vorgekommen ist, jeder Mensch, jede Handlung, alles Chaos oder alles Schöne, was du darin erfahren hast, wer war die Ursache des Traums? Du. Könnte dieser Traum, den du heute Nacht hattest oder vor einiger Zeit hattest, könnte dieser Traum ohne dich hervorgerufen werden? Nein. Du bist die Ursache des Traums. So wie du die Ursache der Welt bist, die du siehst. Du hast sie erfunden. Und es kann, und vielleicht kannst du so ein bisschen wahrnehmen jetzt, wie viel Macht in dir ist. Wenn du nur ein bisschen hingehst und sagst, wow, wie machtvoll bin ich und was erzählt mir mein Ego, dass ich ständig ein Opfer bin und aufpassen muss und all diese Dinge. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. So wie einen nächtlichen Traum, in dem alle Darsteller, die darin auftauchen, und alle Ereignisse, alles durch mich hervorgerufen wurde. Und du kannst sehen, wenn wir uns dem Kurs im Wundern öffnen, wenn wir uns dem hingeben, was für ein großartiger Geisteswandel hierdurch geschieht. Deine Befreiung. Heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Ja, und wie wir in den letzten Lektionen schon gehört haben, ja, aber was ist dann zu sehen? Dann ist die Schau, wie es im Kurs heißt, für dich verfügbar. Die Schau Gottes, des Lichtes. Und hier enden die Worte. Hier ist nur noch ein Seinszustand. Der heutige Gedanke gilt wie die vorhergehenden für deine innere und äußere Welt, die tatsächlich dieselbe sind. Deine innere Welt ist dieselbe wie deine äußere. Du kannst dir Bilder von Angst, von Sorgen, von irgendetwas vorstellen. Und du hast die gleichen Emotionen und Gefühle dazu, wie wenn du dies in der Welt erfährst. Aber deine Gefühle, Emotionen, Gedanken und Vorstellungen sind die Ursache deiner Welt, die du erfährst. Und es dreht sich nicht darum, die Welt zu verändern, den Traum zu verändern. Im Kurs gibt es eine Stelle irgendwo, du kannst das Skript nicht verändern, das du gemacht hast.
Aber du kannst neu darüber denken. Du kannst vergebend darauf schauen. Lass das Leben geschehen. Kümmere dich nicht darum, was geschieht. Kümmere dich lieber darum, wie du es siehst. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Oder wenn du in einer Situation bist, die dir nicht gefällt, sagst du dir einfach, ich habe die Situation erfunden, die ich sehe. Und je öfter du das wiederholst, desto mehr begreifst du dich als Ursache. Und wenn du dich als Ursache begreifst, dann bist du frei. Denn du bist nicht mehr das Opfer. Ja, und ich lade dich auch ein, den Kurs tatsächlich hervorzuholen und diese Lektion nochmals für dich zu lesen. Oder du kannst es auch online lesen, es spielt keine Rolle. Und dann in die Praxis gehen. Und die Praxis möchte ich hier nochmal reinbringen. Wir wollen die morgendlichen und abendlichen Übungszeiten wiederum damit beginnen, den heutigen Gedanken 2 oder 3 Mal zu wiederholen, während du dich in der Welt umsiehst, die du als außerhalb von dir siehst. Schließe dann die Augen und sieh dich in deiner inneren Welt um. Versuche, sie beide so gleich wie möglich zu behandeln. Wiederhole den heutigen Gedanken ohne Hast, so oft du möchtest, während du dir die Bilder ansiehst, die deine Vorstellungskraft, deinem Bewusstsein präsentiert. Und da werden wieder längere Übungszeiten von 3 bis 5 Minuten empfohlen, morgens und abends und natürlich den Tag über so oft wie möglich. Ich habe die Situation, wie ich sie sehe, erfunden.